in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what. Hallo Jung und Alt, hier ist der Stempel Marile mit einer Anleitung für jedermann. Heute begrüße ich euch wieder einmal zu einem Videohop von Stempelparadies and Friends. Unser Thema heute ist Simple Stamping und ich habe euch diese hübsche Karte mitgebracht. Wir werden ein bisschen mit der Masking-Technik arbeiten und du wirst sehen, die dauert nicht länger als 5 Minuten. Viel Spaß dabei, nach dem Intro geht's direkt los. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Simple Stamping fällt mir ja immer etwas schwer. Aber ich mag es total gerne. Also ich mag einfach die Optik super gerne. Und habe mir gedacht, wir machen jetzt was mit einer Masking-Technik. Und setzen so ein bisschen so ein Highlight. Und dafür habe ich mir jetzt meine Maske vorbereitet. Aus Papier. Das gibt es auch als Masking-Papier. Das klebt man dann auf, dann hält es sehr fest und im Normalfall lässt sich das auch gut wieder ablösen. Aber bei so einer großen Fläche habe ich einfach Schiss, dass es mir mein Papier aufreißt. Deswegen mache ich das jetzt easy so, dass ich das einfach auf die Rückseite befestige und hoffe, dass das dann gut hält. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ich glaube, so ist es schon ganz gut stabil. Wenn ich es dann nämlich abziehe und es reißt ein bisschen was ab, dann ist das eben die Rückseite und nicht meine Vorderseite. Ich habe jetzt hier einen Aufleger in der Größe 12,5 x 12,5. Mein Kärtchen ist 13 mal 13, also 13 mal 26, gefalzt bei 13. Und dann habe ich mir ausgesucht die zarte Pflaume und Smaragdgrün, weil ich finde, das passt gut. Also ich hatte jetzt Bock auf so eine Farbkombi und es passt jetzt ganz gut zu den Steinchen, die bei diesem Produktbundle mitkommen, wo die Wintervögel dabei sind. Und die Wintervögel möchte ich gerne als Motiv einsetzen. Genau, und jetzt schauen wir mal, dass wir das gut hinbekommen. Was ich noch machen möchte, also ich möchte mir ungefähr, das kann ich mir ja hier außen aufzeichnen, obwohl das eh schon gut durch das Washi-Tape angedeutet ist. Also bis hier möchte ich, gehen wir ein bisschen tiefer hierher. Möchte ich etwa in grün arbeiten und oben dann in rosa. Und ich würde jetzt auch noch so Streifen reißen, dass ich so eine Struktur hinbekomme, als wäre das jetzt eben mehrere Schichten übereinander. Wie ein Stencil, sag ich mal. Gucke ich mir das Grün nochmal an. Ich fand das nämlich irgendwie schwierig rauszufinden. Also von den vom Band, was dabei ist, ist es definitiv einfach hier mehr so ein Olivgrün oder ein Gartengrün. Und hier ist es aber so ein bisschen blaustichig, finde ich. Also hierzu passt es ganz gut. Wir können ja mal aufs Papier spitzeln. Da steht es bestimmt drauf. Was haben wir da für ein grüner Apfel? Gartengrün ist es, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ich hole es mal schnell her, dann gucken wir mal, ob das vielleicht schöner ist. Aber ich mag diesen Blaustich da drin jetzt ganz gerne. Also einmal hier ist das Gartengrün. Gucke ich mal einfach. Ja, und das matcht halt hervorragend mit dem Kahl. Aber ich finde, mit den Steinchen gefällt es mir tatsächlich besser im Smaragdgrün. Deswegen machen wir das jetzt auch. Gut. Immer von außen nach innen arbeiten, dass du nicht so dolle Streifen bekommst. Und jetzt drehe ich mir einfach den habe ich jetzt gerade nicht auf beiden Seiten gerissen. Drehe ich mir einfach meinen Streifen und mache die nächste Schicht.
Seht ihr, dann ist das wie so eine Landschaft. Das kann man natürlich auch einfach verschieben, also brauchst du auch gar nicht so viele Streifen, aber mit dem Papier ist das ja kein Thema. Kann man das ja easy machen. So, letzte Ebene in Grün. Gut, und jetzt habe ich mir ausgesucht das zarte Pflaume. Das ist ein sehr dunkles Rosa und gefällt mir halt eigentlich total gut, weil es so auch ein bisschen erdigen Ton hat, wie hier dieser Braunton. Und dann, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich möchte jetzt nicht in das Grün rein. Da könnten wir jetzt den Streifen, jetzt weiß ich nicht mehr, welchen ich genommen habe, liegen lassen. War das der hier? I don't know. Egal, ich versuche einfach sauber zu arbeiten und das nicht reinzuballern. Muss man einfach ein bisschen vorsichtig ranziehen. Ja, also ich finde, das hat einfach eine super schöne Optik. Könnt ihr mir mal schreiben, was ihr sagt. Diesen Schichten, ob das was für euch ist. Okay, und die letzte Schicht oben. Gut. Jetzt lösen wir uns das ab. Sowas könnt ihr halt auch immer gut aufheben, so ein Masking, das Masking-Schablone, das kann man ja immer wieder verwenden. Da braucht es ja nicht jedes Mal ein neues, kann man in ganz verschiedenen Größen machen. So, ich finde, sieht aus wie eine Landschaft, easy, schnell gemacht. Und jetzt würde ich halt die großen Vögelchen drüber setzen und zwar einfach dann mit schwarz gestempelt, ohne groß schnicki schnacki. So, ich tue das mal weg. Da habe ich ein bisschen Angst, dass mir das reinsaut. Meine Pinsel lege ich auch mal zur Seite. So. Das ist aus dem neuen Mini-Katalog. In meinen nächsten Videos oder einem meiner nächsten Videos stelle ich euch das noch genauer vor. Das ist ein mega schönes Produktpaket, das mir unheimlich gut gefällt. So, ich überlege gerade, ich glaube, ich gehe hier einfach sehr an den Rand. Wird es jetzt hier besser gefallen, einfach wegen der Blickrichtung der Vögel, aber weil der Ast eben hier abgeschnitten ist, bietet es sich eigentlich eher so an. Und das darf jetzt ruhig eben in beide Bereiche reinreichen, also in die Farbe und in das Weiß. Sieht so ein bisschen japanisch aus, oder? Ich war schon mal in Japan, das war so toll. Bin da immer noch geflasht, obwohl es ein paar Jahre jetzt schon hier ist. Gut, ich würde dann gerne noch den Spruch von dem Set dazu nehmen. Jede Zeit hat ihren Zauber, denn der passt, finde ich, hier optimal. Das könnte man jetzt gut auf dem erhöht
draufstempeln. Ich überlege gerade, ob ich es einfach so drauf setze. Ich glaube, ich erhöhe es. Dann hat es ein bisschen eine Dimension. Denn allzu viel kommt ja nicht mehr drauf. Wir sind ja bei Simple Stamping. Und du siehst, es ist alles in Echtzeit abgelaufen. Das geht in der Tat mega super schnell. Und schaut doch wirklich hübsch aus. Machen wir uns noch ein paar Steinchen drauf. Dann sind wir damit auch fertig. Habe ich ein bisschen schief gestempelt. Mal gucken. Hier gerade drunter gehe. Wenn wir einfach einmal drumherum nochmal abschneiden, dann ist das auch gerade. Genau. Gefällt mir gut so. Machen wir mit Dimensionals drauf fest. Und dann würde ich mich freuen, wenn du meinem Video ein Like hinterlässt. Wenn du es noch nicht abonniert hast in meinen Kanal, dann mach das jetzt und stell die Glocke an. Dann verpasst du nichts mehr. Wenn du Stampin' Up! Produkte beziehen möchtest, kannst du das gerne über mich tun. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung. Und vergiss auch nicht, bei den anderen Mädels durchzuhüpfen, was die für schöne Ideen zum Simple Stamping haben. Und ja, besuch mich gerne auch auf Instagram und Facebook. So, jetzt lass mich mal gucken, was da gut passt. Ich glaube fast, wir bleiben bei dem Weiß. Hier geblieben. Freches Ding. So. Gut, dann kleben wir noch auf unsere Karte. Und dann war es das schon.